Hallo und herzlich willkommen zu Croc Legend of Gobboss. Mir wurde letztens gesagt, ich soll nicht immer in den Boot-Sound von der PS1 reinquatschen. Deswegen habe ich das dieses Mal einfach mal nicht gemacht. Und ja, wir haben es hier zu tun mit einem Spiel von Fox Interactive. Beziehungsweise Publisher Fox Interactive. Entwickler ist Argonaut Software. Ich muss dazu sagen, ich habe früher nie Croc gespielt. Höchstens mal auf einer Demo oder so, wenn mich nicht alles täuscht. So direkt habe ich es nicht gespielt. Also ich wüsste es zumindest nicht. Und deswegen, dadurch, dass wir es jetzt als Podcast-Thema demnächst haben, wenn ihr das guckt, ist der Podcast wahrscheinlich schon längst draußen. Also hoffe ich zumindest mal. Spielen wir das einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Gottes Willen. Ja, und damit ist der kleine flausche Prinz, oder König besser gesagt, eingesperrt worden, beziehungsweise gefangen genommen worden. Und ja, damit noch einmal ein herzliches Willkommen bei Croc Legend of Gobboss. Wir pressen einmal Start. Ich guck nochmal gerade in die Optionen rein. Ah, Controller Setup. Oh Gott, das ist aber irgendwie, sieht der komisch aus, deformiert, naja, egal. Audio Options. Audio Modus. Stereo, was gibt's denn noch? Oh, Surround. Hört ihr diesen Surround-Sound? Ich wirklich nicht, ich habe nur Stereo-Kopfhörer. Deswegen bleiben wir bei Stereo. Warum auch nicht? So, was haben wir noch? Misc-Options? Achso, Speichern. Okay. Return. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Interessant, dass man hier sogar noch ein Passwort eingeben kann. Cool. Also es gab ja manchmal Spiele, die beides unterstützt haben, also Passwörter und Memory Cards, weil das war ja so die Zeit, wo man sich Memory Cards nicht unbedingt leisten konnte, weil die relativ teuer waren sogar. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass man hier beides hat. So, wir haben als allererstes den Level 1.1 and so the adventure begins. Und wir starten direkt mal rein. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe das Spiel noch nicht mal. Ich habe eben vor meiner Sammlung gestanden und habe mich gefragt, wo ist denn mein Croc eigentlich? Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe weder Teil 1 noch Teil 2. Was für ein Frevel. Also spiele ich jetzt gerade quasi nur das ISO. Aber ich werde es mir definitiv... Also ich habe es schon bei eBay rausgesucht. Na? So, genau. So geht das. Alles klar. Lass mal reinkommen ins Spiel. Das ist echt von der Grafik her gefällt mir das super gut. Das ist wieder so ein richtig schönes, knuffiges, kleines Spiel. Sage ich jetzt mal. So, hier ist noch ein... So, ich weiß nicht, was diese roten Viecher hier zu tun haben. Ah, guck mal, ich habe die Biene platt gemacht. Das Geile ist, dieses Spiel kann man mit Analog steuern. Also, ich spiele es gerade mit Analogstick. Da ist er wieder.
Okay, die kann man nochmal umdocken. Ich weiß nicht, was es genau bringt. Also ich spiele es mit Analog-Sticks und man kann mit dem linken Stick laufen und mit dem rechten Stick kann man sich so ein bisschen umgucken. Auch nicht sehr weit, weil dann irgendwie die Kamera lockt. Sieht man hier so ein bisschen die wieder zurück. Aber ich finde das cool. Also das ist eine sehr smoothe Steuerung. Ich muss dazu sagen, es ist das erste oder eines der ersten Jump'n'Runs, wo ich sage, die Steuerung von der PS1 ist mal smooth. Also mal abgesehen von Ape Escape, da ist die Steuerung ja auch par excellence. Wie der Brite so sagt. So, ups. Okay, wir haben da was bringen. So, das Viech hier auch mitgenommen. Und die Kiste einmal kaputt gemacht. Wunderbar. Ich finde das echt ein schönes Spiel. Also, gefällt mir sehr gut. Man könnte es natürlich auch mit dem Digipad spielen. Das geht natürlich auch. Ich spiele es allerdings mit Analogsteuerung. Warum nicht? Was mich noch ein bisschen... wie soll ich sagen? Also, ich finde es interessant, dass man auf jeden Fall die Sticks benutzen kann. Wer bist du denn? Bist du böse? Nee. Kamera ist noch ein bisschen schwierig teilweise. Aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen. So, was willst du hier? Okay, der beißt. Ah, hier fehlen uns noch ein paar Diamanten. Okay. Man könnte, glaube ich, jetzt, wenn man hier an diese Glocke geht, könnte man den Level schon verlassen. Will ich... Aua! Okay. Feinster Sonic-Manier verliert man hier seine Kristalle. Ich weiß nicht, ob man das Vieh umbringen kann. Sollte es mal lieber lassen. So, da oben ist noch ein... so ein Flausche-Kollege. Okay, wir haben alle drei von diesen Flausche-Kollegen bekommen. Ich wüsste jetzt nicht, wo jetzt hier noch... kann man sich das anzeigen lassen? Kann man sich das irgendwie anzeigen? Ah, guck mal, man kann sogar Schritte zur Seite machen. Okay. Wie kann man... Ach, hier sieht man es im Pausemenü. Da sieht man, wie viele man von diesen Kristallen hat. Ich weiß nicht, ob jetzt hier in dem Level noch mehr sind. Ich gehe jetzt einfach mal hier an die Glocke. Plopp. Und damit haben wir diesen Level completed. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt zu 100% completed ist. Kann ich nicht sagen. So, jetzt kommt als nächstes 1, 2, Underground, Overground. Und wir speichern mal gerade das Spiel. Warum nicht? Können wir ja ruhig mal machen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. So, Save Game. Da waren ganz viele Daumen gerade. Spiel gespeichert, 2%. Okay. Da haben wir offensichtlich noch ein bisschen was vor uns. So, Underground, Overground. Attacke. Ich finde das so lustig, dass er nur diesen einen Zahn da in der Schnute hat. Sieht irgendwie knuffig aus. So, okay, da sind wir wieder. Okay, der Level wird wohl etwas größer werden, weil wenn man so hier oben guckt, da oben liegen nämlich auch so ein paar Sachen rum. Offensichtlich kann man hier hochklettern. Das sieht so aus. Kann man hier? Geht das? Hallo? Ja, guck mal. Nice. Ohne, dass ich in der Anleitung geguckt habe. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Also, ne? Ich spiele das jetzt gerade zum allerersten Mal. So richtig. Wie gesagt, ich habe damals mal die Demo gespielt, das weiß ich. Aber mehr auch nicht. So. Da vorne ist wieder so ein Kämpfer, so ein Krieger vom Bösewicht. Hä? Wie? Warum habe ich jetzt alle Dinger verloren? Was war denn das für ein Shit? Okay. Ah, ich glaube, ich verstehe das Ganze jetzt, wie man es spielen muss. Man muss immer alle einsammeln. Und wenn man so und so viel hat, bekommt man dann, ja, einen von diesen bunten Kristallen. So. Ich kann ihn gar nicht... Hä? Geh weg. Okay, das ist interessant. So, wie gesagt, ich muss das mal ein bisschen... Guck mal, hier kann man es kaputt machen. Yo. Ah, man kann das kaputt machen. Verstehe. Und dann kommt man in den Untergrund. Oh. Uah. So, den haben wir. Der spawnt aber eh gleich nach, deswegen. Oh Gott. Ich habe seit Alundra habe ich so ein bisschen Probleme mit, was perspektivische Sachen bei Spielen angeht. So. Kann ich den kaputt machen? Ah, guck mal, nice. Ich direkt mal einen Secret gefunden, sozusagen. Den da können wir auch kaputt machen, oder? Nee. Oder muss ich draufhüpfen? Jo. Ah, guck mal, so ein Flausche-Kollege gefunden.
Nice. Ups. Ach, man kann auch rückwärts hüpfen. Cool. So, da ist der Gelbe. Juhu! Das Spiel ist irgendwie total knuffig. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie knuffig. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal in den ersten Level zurück. Weil wir da was vergessen haben, offensichtlich. Ich kann hier wahrscheinlich auch nochmal... Nein, da kann ich nicht reinhüpfen. Da kommt dieses komische Viech raus. Ich weiß gar nicht, wie viele wir von den Kristallen jetzt schon haben. Es sind auf jeden Fall schon einige. Oh, ein Luftballon. Ich gehe mal davon aus, dass der Luftballon mich irgendwo hinträgt, oder? Jo. Huch. Ah, hier ist jemand eingesperrt. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier sind noch ein paar Kisten. Ups. Na. Na. Okay. So, ein Flauscheviech gefunden. Und hier nochmal ein paar Steine. Der Sound der Steine ist ein bisschen sehr laut, muss ich ehrlich sagen. Das tut mir fast schon in den Ohren weh. Ich mache das für euch dann im Nachgang etwas leiser auf jeden Fall. Oder kann ich das in den Optionen... Ach nee, ich kann hier gar nicht in die Optionen gerade. Na gut, dann nicht. Dann mache ich das im Nachgang einfach etwas leiser. Das tut mir ein bisschen in den Ohren weh. So. Nein. Hoch mit dir. Nein, was mache ich denn? Fuck. Das war so nicht geplant. Huch. Aber man kann diese Kisten ja verschieben, ne? Oder? Kann man die verschieben? Oh, die Kamera macht mich gerade etwas irre. Ich kann gerade nicht so wirklich drehen. Jetzt. Nein. Okay, ich muss irgendwie nochmal diesen Level neu starten. Guck mal, ob ich da irgendwie nochmal... Weil ich glaube, die Distanz ist zu weit für von der Kiste aus, ne? Na, komm schon, andere Richtung. Oh Mann, oh. So, kann man irgendeine Taste drücken, damit die Kamera... Nein. Ah, so kann man drehen, alles klar. Okay, nee, ich komme da nicht bis hin. Gut, ich habe gerade herausgefunden, dass man, wenn man Kreis drückt, sich um 180 Grad drehen kann. So, einer fehlt uns noch, wie es aussieht. Ich gucke mal, ob ich jetzt nochmal hier reinkomme. Dann würde ich mir nämlich den Schlüssel holen und den Flauschkollegen da befreien. So, mal gucken. Kommen wir da nochmal rein? Ja, und hoffentlich sind die Kisten wieder da. Bitte, 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 bitte. Nein, oh nein, sie sind nicht mehr da. Shit, ich komme nicht an den Schlüssel ran. Also müsste ich den Level nochmal komplett neu starten. Oder muss ich da oben an den Luftballon ziehen? Ich weiß es nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass wir an den Luftballon ziehen müssen. Das wäre auch ein Ding der Möglichkeit. So. Ups. Ich komme nicht bis hoch. Nein, das ist zu weit. Okay. Na gut. Wie gesagt, eventuell müssen wir an dem Luftballon nochmal ziehen. Das weiß ich nicht. Dazu müsste ich was mal herausfinden. Oh. Wie gesagt, ich bin seit Alundra so ein bisschen... geschädigt, was Perspektiven und Hüpfen angeht. So, okay, wir haben alle Kristalle bekommen. Sehr schön. Ups. Okay, wir können diese wunderbare kristallene Tür öffnen. Machen wir auch sofort. Bombs, die Bombs. Kollege befreit. Wunderschön. Wir haben 4 Stück. Und wir machen diese Tür auf und gucken mal, was sich dahinter verbirgt. Oh, Bonuslevel, oder was ist das? Ah, Wackelpudding zum Hüpfen. Ah. So, einmal hier hoch. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann einfach komplett auf die Kisten drauf hüpfen müssen. So. Ah. Okay. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen Probleme, was die Perspektive angeht. Rumsdibums. Ach schade, ich dachte, er macht einmal komplett durch. So, wir bekommen auf jeden Fall, denke ich mal, bald ein neues Leben, glaube ich. Gab's hier einen? Ich glaube. Ah, guck mal, noch so ein Flauschkollege. Wunderbar, den haben wir auch. Und dann machen wir einmal BAM. So, wunderbar. Schön, 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 schön. X to continue. 60 Stück haben wir jetzt. Ist doch schon mal gut. Ich guck gerade nochmal, ob ich in den ersten Level nochmal reinkomme. Weil da war ja auch noch was, was wir verpasst hatten. Da fehlt uns ja noch ein Stein. Ich muss erst mal gucken, wo ich den Stein noch finde.
Ah, ich weiß wo. Alles klar. Gut. Das hier habe ich nämlich vorhin nicht gesehen. So. Ich mache das mal hier oben alles, bevor wir nach unten gehen. So, den Kollegen hier mal. Ups. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo eine Stelle zum Hochklettern ist. Ich guck mal gerade. Aber ich glaube, das sieht nicht so aus. Ne, hier kommen wir, glaube ich, nirgendwo hoch. Also die 180-Grad-Drehung gefällt mir sehr gut. Also damit retten sie mir so ein bisschen den Arsch. So, einmal die Biene weggemacht hier. Und jo, da geht's kaputt und da kommen wir in den Untergrund. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, ich habe hier oben die Kiste vergessen. Nee. Moment. Oh. So. Halt, falsche Taste. So rum. Ich könnte... Ah, ich komme wahrscheinlich hier auch wieder raus, wie es aussieht. Und hier ist auf jeden Fall auch der blaue Kristall, Diamant, wie auch immer. Ah. Ach, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück. Alles klar, verstehe. So, einmal einen Schritt zur Seite machen. Vielleicht liegt das einfach nur daran, dass ich das Spiel wirklich mit... Oh, aua! Gottes Willen. Mit Analogsticks spiele. Wenn ich es vielleicht mit Digipad spiele, spiele ich vielleicht einmal. Ich guck mal gerade. Stellen wir gerade um. So. Ah, die Plattform kommt wieder. Okay. Ich probiere das mal so. Oh. Uiuiuiui, das war aber knapp. Steuert sich interessant auf jeden Fall. Ich bin noch nicht sicher, welche Steuerung mir besser gefällt. Bin ich mir absolut noch nicht sicher. Na. Deswegen hat man wahrscheinlich auch diesen seitlichen Schritt eingebaut, dass man es halt eben, wenn man mit Digipad spielt, besser klarkommt. Ich weiß nicht, also kommt mir zumindest so vor, als wäre es intuitiver. So. Wie gesagt, ich weiß nicht so recht, welches Steuerungskonzept mir besser gefällt. Sind beide okay. Nur, dass man halt eben, wenn man Digipad benutzt, verdammt, dass man sich dann quasi direkt mit umguckt. So, okay, wir nehmen die Steine wieder mit. Und theoretisch fehlt uns jetzt nur noch einer. Das ist eine große Frage. Wo ist der eine? War der hier drin irgendwo? Huch. Weiß gar nicht mehr, ob jetzt hier noch irgendwo einer drin war. Nein. Hey, bleib doch mal da. So. Und bei dem hier... Könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie draufhüpfen muss oder so. Weiß es aber nicht. Okay, das tut auch weh. Nicht so gut. Ich kann meine ganzen Steine alle mitnehmen. Wie viele habe ich jetzt? Mir fehlt immer noch einer. Aber wo kriege ich den denn her? Wo habe ich den denn verpasst? Huh. Die große Preisfrage. Ah, guck mal, ich habe ihn platt gemacht. Haha, blödes Vieh. Aber mir fehlt trotzdem noch ein Stein und ich weiß nicht, wo ich den herbekommen soll. Oh, da rein? Okay. Alles klar. Gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man da reinkommt. So wirklich nicht. So, also wir müssen nach links. Ups. Kommt direkt nach vorne. Okay, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ah, so, da ist der Gelbe. Wunderbar. Haben wir. Nice. Und wir haben noch so ein Flauschviech befreit. Das Geile ist, mir fällt es gerade auf, was die Steuerung vom Analogstick besser macht als das Digipad. Man kann seitlich hüpfen. Also so schräg. Finde ich geil. Gefällt mir gut. Finde ich sehr, sehr gut. So, Viech haben wir irgendwie überwunden. Keine Ahnung. Und dann machen wir hier die Tür auf. Und da kommen wir wieder in einen Bonuslevel offensichtlich. Da ist wieder... Wackelpudding, auf den wir draufhüpfen können. Ich finde das so geil. Also Wackelpudding zum draufhüpfen. Wer die Idee hatte, Genius. Absoluter. Ein absolutes Genie. Ich meine, man kennt es ja aus Zeichentrickfilmen immer, ne? Dass die immer sagen, hey, Wackelpudding ist zum draufspringen da. So, okay, haben wir. Wir haben auch einen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wo wir einen Schlüssel gefunden haben. Kann ich gar nicht sagen. Hui! Oh. Und dann haben wir... Flauschviech Nummer 6 befreit. Und ich hoffe mal, dass das jetzt alle in dem Level waren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 100% ist. Ich... Ah, guck mal, da ist noch ein Herz. Gut, dass ich mich nochmal umgeguckt habe. So, wir haben jetzt
Insgesamt 5 Herzen. Sehr schön. Kann man diese Steine irgendwie kaputt machen oder kann man sie wegschieben? Nein. Okay, hätte ja sein können. Alles klar. Gut. Dann verlassen wir mal den Level und wir müssten ihn completed haben. Zu 100%. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, und damit sind wir bei 20 Minuten angekommen. Ich mache immer nur 20 Minuten Folgen. Und wie das Ganze hier weitergeht, ich würde sagen, das sehen wir einfach in der nächsten Folge. Oh, Schafe. Oh Gott, wenn meine Freundin das sieht, die wird ausrasten. Hier gibt es Schafe. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Croc. Jetzt wollte ich schon beinahe sagen, Gags. Anderes Spiel. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.